Hallo Leute, ich bin Daniel. Ich bin David und wir sind eure Deutschlehrer. Auf unserem Kanal findet ihr Videos, die euch dabei helfen, Deutsch zu lernen. Schaut auf unserer Patreon-Seite vorbei, dort bekommt ihr Übersetzungen zu den Videos und weiteres Material zum Deutschlernen. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Und jetzt viel Spaß beim Video. Auf geht's! Oh Mann, am Wochenende ist mir etwas sehr Schlechtes aufgefallen. Ich glaube, dass ich mich in die Freundin von meinem besten Freund Max verliebt habe. Warum muss so etwas nur immer mir passieren? Ich habe wirklich keine Ahnung, wie ich ihm davon erzählen soll. Wir sind schon so lange befreundet. Ich habe Angst davor, Max zu verlieren, wenn ich ihm von meinen Gefühlen für Anna erzähle. Oder soll ich einfach nichts sagen? Ich weiß wirklich nicht, was ich jetzt machen soll. Am besten rufe ich kurz Lisa an und frage sie, ob sie einen Tipp für mich hat. Hey Lisa, hier ist Jan. Störe ich dich gerade oder hast du kurz Zeit für mich? Hallo Jan, für dich habe ich immer Zeit. Was gibt es denn? Du, mir ist echt etwas Dummes passiert. Mir ist es so unangenehm, darüber zu sprechen. Ach Jan, wir sind schon so lange befreundet. Vor mir muss dir nichts unangenehm sein. Okay, aber bitte versprich mir, dass du Max nichts davon erzählst. Ich verspreche es. Keine Angst. Alles, was du mir sagst, bleibt unter uns. Okay, also mir ist am Wochenende aufgefallen, dass ich für Anna Gefühle habe. Ist Anna nicht Max seine feste Freundin? Ja, die beiden sind seit ein paar Monaten zusammen. Oh, das ist natürlich ungünstig. Hast du denn schon probiert, deine Gefühle abzustellen? Ich habe es versucht, aber es geht nicht. Ich kann nichts dagegen machen. Ich denke, es ist am besten, wenn du mit Max darüber sprichst. Ansonsten kann es zu Problemen kommen.
Ich denke, es ist am besten, wenn du mit Max darüber sprichst. Ansonsten kann es zu Problemen kommen. Glaubst du wirklich? Ich habe Angst davor, ihn als Freund zu verlieren. Glaubst du wirklich? Ich habe Angst davor, ihn als Freund zu verlieren. Dann solltest du erst recht mit ihm darüber sprechen, Jan. Glaub mir, es wird dir gut tun. Dann solltest du erst recht mit ihm darüber sprechen, Jan. Glaub mir, es wird dir gut tun. Wahrscheinlich hast du recht. Ich werde mit Max sprechen. Danke für die Hilfe, Lisa. Du bist einfach toll. Wahrscheinlich hast du recht. Ich werde mit Max sprechen. Danke für die Hilfe, Lisa. Du bist einfach toll. Na klar, ich bin immer für dich da, wenn du etwas brauchst. Melde dich einfach, wenn ich helfen kann. Na klar, ich bin immer für dich da, wenn du etwas brauchst. Melde dich einfach, wenn ich helfen kann. Das mache ich. Danke dir. Das mache ich. Danke dir. Ich werde jetzt zu Max fahren und ihm von meinen Gefühlen erzählen. Ich werde jetzt zu Max fahren und ihm von meinen Gefühlen erzählen. Hoffentlich ist Max nicht sauer auf mich. Das würde ich nicht verkraften. Hoffentlich ist Max nicht sauer auf mich. Das würde ich nicht verkraften. Ich habe selten so einen guten Freund wie ihn gehabt. Ich habe selten so einen guten Freund wie ihn gehabt. Hier ist das Haus von Max. Ich bin aufgeregt, aber das schaffe ich. Hier ist das Haus von Max. Ich bin aufgeregt, aber das schaffe ich. Hallo Max. Hallo Max. Hallo Jan. Das ist aber eine schöne Überraschung. Was machst du hier? Hallo Jan. Das ist aber eine schöne Überraschung. Was machst du hier? Ich bin hier, weil ich dir etwas Wichtiges erzählen muss. Ich bin hier, weil ich dir etwas Wichtiges erzählen muss. Natürlich. Was gibt es denn zu erzählen? Natürlich. Was gibt es denn zu erzählen? Ich weiß nicht, wie ich es am besten sagen soll. Ich weiß nicht, wie ich es am besten sagen soll. Erzähl es einfach. Du kannst mir vertrauen, Jan. Mach dir keine Sorgen. Erzähl es einfach. Du kannst mir vertrauen, Jan. Mach dir keine Sorgen. Okay, also mir ist am Wochenende aufgefallen, dass ich Gefühle für Anna habe. Es tut mir leid, ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Welche Anna? Meinst du meine Freundin? Welche Anna? Meinst du meine Freundin? Ja, ich meine deine Freundin. Ach so. Also, ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll. Ich werde nichts machen, Max. Wenn du möchtest, dann halte ich mich so weit entfernt von Anna wie möglich. Ich werde nichts machen, Max. Wenn du möchtest, dann halte ich mich so weit entfernt von Anna wie möglich. Alles gut, Jan. Das ist ja nicht deine Schuld. Für deine Gefühle kannst du nichts. Danke, Max. Ich habe mir wirklich Sorgen darüber gemacht, dass du sauer auf mich bist. Nein, mach dir darüber keine Gedanken.
Solange du ehrlich zu mir bist, werde ich nie sauer auf dich sein. Nein, mach dir darüber keine Gedanken. Solange du ehrlich zu mir bist, werde ich nie sauer auf dich sein. Sehr gut. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt uns gerne einen Kommentar, wenn ihr ein Video zu einem bestimmten Thema wollt. Auf unserer Website likegermans.com findet ihr weiteres Material zum Deutschlernen. Bis zum nächsten Video. Euer David und Daniel. Viel Spaß!